Horoskop für den 27. Mai 2024 für alle Tierkreiszeichen. Viel Spaß beim Anschauen. Horoskop für heute für Widder. Heute ist ein sehr zweideutiger Tag für Widder. Sie scheinen vor Ideen nur so zu strotzen, die Effizienz wird auf einem sehr hohen Niveau sein. Aber sobald das gewünschte Ziel am Horizont erscheint, wird alles zusammenbrechen und nicht nach Plan verlaufen. Sie sollten nicht verzweifeln und vor allem nicht den Optimismus verlieren. Lassen Sie nutzlose Versuche für ein anderes Mal. Widderhoroskop für Männer. Widder-Männer sollten heute keine Geschäfte aufschieben. Treffen Sie schnell Entscheidungen, ohne auch nur eine Minute zu zögern. Der Tag ist geeignet, um sich von angesammelten Fällen und unnötigen Dingen zu befreien. Sie werden sich nach Freiheit sehnen und es könnte ein Umdenken in Bezug auf Werte stattfinden. Behalten Sie die Situation unter Kontrolle, das wird Ihnen gut gelingen. Widderhoroskop für die Frau. Es ist wahrscheinlich, dass sich gerade heute Routineangelegenheiten auf Widder stapeln werden. Sie sollten nicht in Depressionen verfallen, verlieren Sie nicht den Enthusiasmus. Es liegt in Ihrer Macht, bessere Ergebnisse zu erzielen, Ihr Leben zu verändern. Vielleicht werden Sie heute um einen Rat gebeten. Weisen Sie die Person nicht ab, versuchen Sie, sich in Ihr Problem zu vertiefen, davon hängt viel ab. Widder Liebeshoroskop. Das Sexualleben mit einem geliebten Menschen ist im Widder alles andere als ideal. Dies ist auf Missverständnisse und Kälte zueinander zurückzuführen. Machen Sie den ersten Schritt, versuchen Sie zu verstehen, schaffen Sie es, nachzugeben. Zeigen Sie Fantasie, bringen Sie etwas Neues in Ihre Beziehung. Das wird Sie vereinen und Ihnen neue helle Empfindungen geben, Ihre Liebe wird eine zweite Chance bekommen. Horoskop für heute für Stier. Sowohl in persönlichen Beziehungen und in beruflichen Aktivitäten sollte Taurus bleiben weg von unaufrichtigen Menschen. Spüren Sie sie, werden Sie in der Lage sein, intuitiv. Die Hauptsache ist, das Gefühl des Misstrauens, das in einer Person entstanden ist, nicht zu ignorieren. Eine gute Zeit, um Ihre Projekte und schwierige Aufgaben zu verwirklichen, die eine besondere Herangehensweise und höchste Konzentration erfordern. Horoskop für den Stiermann. Die wichtigste Eigenschaft für Stiermänner ist ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein. Sie erwarten das Gleiche von ihren Partnern. Seien Sie auf der Hut vor Verrat, dem Sie in naher Zukunft begegnen könnten. Streichen Sie solche Menschen ohne Bedauern aus Ihrem Leben. Es hat keinen Sinn, ihnen eine zweite Chance zu geben, Ihr Vertrauen wird untergraben. Es ist eine gute Zeit zum Einkaufen, Sie werden sicher finden, was Sie suchen. Eine ausgezeichnete Lösung wäre ein Imagewechsel. Stierhoroskop für die Frau. Stier erwartet nicht den besten Tag für irgendwelche Neuerungen. Es lohnt sich, auf Ihre Gesundheit zu achten. Seien Sie äußerst vorsichtig. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie sich eine Erkältung einfangen, die Sie für eine lange Zeit aus dem Tritt bringt. In Ihrem Privatleben werden Sie und Ihr Partner endlich zu einer Einigung kommen. Nach und nach werden die Streitereien aufhören. Stier-Liebeshoroskop. Höchstwahrscheinlich werden Stiere in persönlichen Beziehungen enttäuscht sein. Eine Lieblingsperson könnte sich Ihnen von einer anderen, völlig unerwarteten Seite öffnen. Versuchen Sie nicht, die Verbindung aufrechtzuerhalten, indem Sie nur aus Zuneigung oder anderen Interessen heraus handeln. Mit einer solchen Person werden Sie in Zukunft noch mehr enttäuscht und betrogen werden. Horoskop für heute für Zwillinge. Zwillinge werden voraussichtlich eine günstige Zeit haben. Verhandlungen oder die Gründung eines Unternehmens werden ein Erfolg. Sie werden unerwartete Unterstützung von Menschen erhalten, die anfangs Zweifel an ihren Bemühungen hatten. Die zweite Tageshälfte kann Sie mit einer angenehmen Überraschung erfreuen, die Sie für lange Zeit mit Positivität aufladen wird. Zwillinge-Horoskop für Männer. Für Zwillinge-Männer ist es an der Zeit, die geleistete Arbeit zusammenzufassen und ein neues Projekt zu planen. Ihre Energie und Ihr Enthusiasmus werden ausreichen, um Gleichgesinnte zu finden und die Unterstützung der richtigen Leute zu gewinnen. Besondere Vorsicht ist bei der Kommunikation mit Fremden geboten, es besteht die Gefahr, auf die Tricks von Betrügern hereinzufallen und einen erheblichen Betrag zu verlieren. Zwillinge-Horoskop für Frauen. In Ihrem Leben kommt eine Zeit, in der Sie die Initiative nicht aus der Hand geben sollten. Das gilt für alle Momente Ihres Lebens. Versuchen Sie, keine Entscheidungen alleine zu treffen, das wird Sie in der Umsetzung von Ideen stark einschränken. Sie werden in nächster Zeit wahrscheinlich eine romantische Verliebtheit erleben. Genießen Sie dieses Gefühl in vollen Zügen. Zwillinge Liebeshoroskop. Der Charme der Zwillinge kennt keine Grenzen. Es wird Ihnen gelingen, die Aufmerksamkeit anderer zu genießen. Wo immer Sie auftauchen, werden Sie von bewundernden Blicken begleitet. Wenn Sie allein sind, ist es an der Zeit, Ihre Aufmerksamkeit auf einen hingebungsvollen Verehrer zu richten. Wenn Sie nicht allein sind, könnte ein geliebter Mensch eine neue, noch attraktivere Seite an Ihnen entdecken.
Horoskop für heute für Krebs. Heute Krebsmenschen können Schmerzen und Unwohlsein fühlen. Seien Sie nicht geduldig und ignorieren die Symptome, einen Arzt aufsuchen und unterziehen alle vorgeschriebenen medizinischen Verfahren. Es ist strikt kontraindiziert, sich an irgendwelche Aktionen zu wenden, die mit Magie zu tun haben. Sie sollten nicht raten und versuchen, in die Zukunft zu schauen, es kann Ihnen sehr schaden. Krebshoroskop für Männer. Heute steht den Krebsmännern ein Tag bevor, an dem die Macht der Worte sehr wichtig ist. Sie sollten keine leeren Versprechungen machen. Weigern Sie sich, vorschnelle Entscheidungen zu treffen, die Ihrem Ruf schwer schaden können. Denken Sie bei all Ihren Handlungen voraus. Eine hilfsbereite und freundliche Einstellung zu anderen wird Ihnen die Möglichkeit geben, neue Freunde und einflussreiche Gönner zu finden. Krebshoroskop für die Frau. Heute müssen sich Krebse vor Klatsch und Menschen hüten, die sich ungefragt in das Leben anderer Menschen einmischen. Sie können unter ihnen sehr leiden. Im Allgemeinen wird der Tag voraussichtlich passiv verlaufen, Sie sollten keine neuen Fälle übernehmen. In persönlichen Beziehungen sollten Sie versuchen, ein wenig Abwechslung zu bringen, eine gute Lösung ist eine gemeinsame Urlaubsreise. Krebs-Liebeshoroskop. In naher Zukunft werden Sie in der Lage sein, eine Person zu treffen, mit der Sie eine Liebesaffäre haben werden. Diese Beziehung im Krebs wird lange andauern. Versuchen Sie so lange wie möglich, sich nicht von der romantischen Stimmung anstecken zu lassen. In diesem Fall erwarten Sie strahlende Glücksmomente. Keine Meinungsverschiedenheiten werden Ihnen in die Quere kommen können. Horoskop für heute für den Löwen. Schon sehr bald im Leben der Löwen wird erhebliche Veränderungen sein, wird es neue profitable Aussichten sein. Versuchen Sie nicht, das Glück zu erschrecken. Tauschen Sie nicht Ihr Talent für Kleinigkeiten um die Wahlansatz mit dem Kopf. Haben Sie keine Angst, Kreativität im Geschäft zu verwenden. Es wird Ihnen helfen, das gewünschte Ziel zu erreichen. Horoskop Löwe männlich. Ein großer Tag erwartet die Löwen heute. Es könnte Ereignisse geben, die Ihnen einen Schleier des Geheimnisses über die Zukunft geben werden. Achten Sie auf die Zeichen und Ihre Träume. Sie werden Antworten auf viele Fragen finden. Du solltest jetzt nicht nach neuen Wegen suchen. Nutze altbewährte Methoden, um deine Ziele auf dem schnellsten Weg zu erreichen. Ihre Beharrlichkeit wird ausgezeichnete Ergebnisse bringen. Löwe Horoskop für die Frau. Aufgrund ihrer natürlichen Bescheidenheit stehen sie sehr oft im Schatten, nur wenige Menschen kennen ihre Verdienste und Talente. Schweigen sie nicht, scheuen sie sich nicht, ihre Ideen und Lösungen anzubieten, ihre Umgebung wird sehen, wie erfahren und kompetent sie sind. Ohne große Anstrengung werden sie sich bei ihren Kollegen Glaubwürdigkeit verschaffen. Alles liegt in den Händen der Löwen. Liebeshoroskop Löwe. Heute haben Löwen alle Chancen, ihre Liebe zu treffen. Füllen Sie jeden Tag des Lebens mit Ihrem Lieblingsmenschen mit Überraschungen und glücklichen Momenten. Wenn Sie aber irgendwann das Gefühl haben, dass diese Person nicht die Ihre ist, sollten Sie keine Luftschlösser bauen. Es ist besser, rechtzeitig auf den Boden der Tatsachen zurückzukehren, damit die Enttäuschung nicht zu viel Schaden anrichtet. Horoskop für heute für Jungfrau. Jungfrau kann durch soziale Probleme, die Anpassungen an einen vollen Terminkalender machen, verbraucht werden, und dies kann am Ende in Schwierigkeiten. Die zweite Hälfte des Tages wird mehr erfolgreich und fruchtbar sein. Die Hauptsache, versuchen Sie nicht, es allen recht zu machen und machen Sie keine leeren Versprechungen, die Sie in Wirklichkeit nicht erfüllen werden. Der gleiche Rat gilt für Ihr Privatleben. Jungfrau Mann Horoskop für Jungfrau. In naher Zukunft werden Jungfrau Männer vor einer Entscheidung stehen, von der ihr zukünftiges finanzielles Wohlergehen abhängt. Sie sollten keine Angst vor der Verantwortung haben. Dank Ihrer Erfahrung und Ihrer ausgezeichneten Kenntnisse der Arbeit werden Sie in der Lage sein, jedes Problem zu Ihrem Vorteil zu lösen. Die Hauptsache ist, dass Sie keine übereilten Entscheidungen treffen und nicht zu viel über Ihre Angelegenheiten verraten. Jungfrau Horoskop für Jungfrau Frau. Freundlichkeit und die Bereitschaft, immer zur Rettung zu kommen, kann heute Jungfrau verletzen und Sie zum Objekt von bösen Witzen machen. Reagieren Sie nicht auf die Angreifer. Das wird Sie nur noch mehr aufhetzen. Versuchen Sie, es als eine negative Erfahrung zu sehen und gehen Sie solchen Leuten fortan aus dem Weg. Die Hauptsache ist, dass Ihr Selbstvertrauen unerschütterlich war. Die Wahrheit ist auf Ihrer Seite. Jungfrau Liebeshoroskop. Heute sollten Jungfrauen Zeit mit Ihrem Lieblingsmenschen verbringen. Bereiten Sie eine Überraschung vor, arrangieren Sie ein romantisches Abendessen. Ihre Beziehung ist sehr lückenhaft. Es ist eine gute Zeit, um ein Angebot zu machen oder etwas Neues in die Beziehung zu bringen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Singles heute ihre andere Hälfte finden, ist groß. Ein guter Energieschub und gute Laune warten auf Sie. Horoskop für heute für Waage. Es erwartet Sie eine Reihe von Ereignissen, bei denen viel von Ihrer Entscheidung abhängen wird.
Waage, denken Sie daran, dass es in Ihrem Fall besser ist, etwas zu tun und einen Fehler zu machen, als gar nichts zu tun und nichts zu unternehmen. Diese Zeit ist gefährlich, denn es besteht die Möglichkeit, sich zu verletzen. Seien Sie beim Autofahren sehr vorsichtig, verschieben Sie alle Telefongespräche, lassen Sie sich nicht vom Fahren ablenken. Waage-Horoskop für Männer. Aufgestaute Angelegenheiten bei der Arbeit, die Sie die ganze Zeit aufgeschoben haben, werden sich bemerkbar machen. Sie werden viele unangenehme Momente erleben, weil Sie die Fristen für Ihre Erledigung versäumt haben. Das wird zu Kopfschmerzen führen. Die Waage sollte nicht versuchen, alles selbst zu regeln. Wenden Sie sich an Ihre Kollegen, man wird Ihnen bestimmt helfen. Waage-Horoskop für die Frau. Beginnen Sie den Tag, indem Sie alle Dinge, die Sie zu tun haben, planen. So sparen Sie Zeit, die Ihnen kategorisch fehlt. Waage, streichen Sie von der Liste der Fälle, mit denen Sie nicht allein fertig werden. Es ist sinnlos, heute um Hilfe zu bitten, man wird Sie nicht erhören. Das kann sich negativ auf Ihre Beziehungen zu Kollegen auswirken. Die Dinge können warten. Waage, Liebeshoroskop. Es erwartet Sie eine schwierige Zeit, in der Ihr Privatleben bedroht ist. Schuld daran ist die nicht ganz ernsthafte Einstellung der Waage zum Leben. Ihre frivolen Beziehungen mit dem anderen Geschlecht wecken die Eifersucht Ihrer anderen Hälfte und geben Anlass, an Ihren Gefühlen zu zweifeln. Wenn Ihnen diese Verbindung wichtig ist, haben Sie noch Zeit, alles in Ordnung zu bringen. Horoskop für heute für Skorpion. Skorpione, vertreiben Sie heute alle Zweifel aus Ihrem Kopf. Alle wichtigen Entscheidungen sind richtig, das zeigt sich an den Ergebnissen Ihrer Arbeit. Es liegt in Ihrer Macht, finanziellen Wohlstand zu erreichen. Bald wird es Veränderungen in Ihrem Leben geben, die Sie erfreuen werden. Das persönliche Leben wird besser, Läppereien und Missverständnisse gehören bald der Vergangenheit an. Horoskop für Skorpionmann. Heute könnte es Ereignisse geben, die Ihnen zeigen, dass zu viel in Ihrem Leben von der Meinung Außenstehender abhängt. Treffen Sie zielstrebig Entscheidungen, die Sie für richtig und praktikabel halten. Machen Sie sich keine Sorgen, dass Skorpione Sie nicht verstehen oder beurteilen werden. Sie machen alles richtig, Sie sind der Schöpfer Ihres Lebens. Horoskop für Skorpionfrauen. Skorpione werden einen großartigen Tag für Hausarbeiten haben. Machen Sie einen Generalputz. Es lohnt sich, unnötige Dinge loszuwerden, das wird Ihnen helfen, sich von Arbeitsproblemen abzulenken. Vielleicht ertappen Sie sich bei dem Gedanken, dass Sie mit Ihrem Aussehen nicht zufrieden sind. Es liegt alles in Ihrer Hand, experimentieren Sie und Sie werden es nicht bereuen. Liebeshoroskop für Skorpion. Ihre Launen und Ihr Wunsch, immer Recht zu haben, könnten Ihren Liebsten irgendwann verärgern. Zeigen Sie mehr Respekt und Fürsorge und Sie werden sich bereit fühlen, Berge für Sie zu versetzen. Wenn Sie noch Single sind, ist jetzt nicht der beste Zeitpunkt, um eine neue Beziehung einzugehen. Skorpione haben eine hohe Wahrscheinlichkeit für Täuschung und Enttäuschung. Du solltest lernen, Menschen zu verstehen. Horoskop für heute für Schütze. Heute in Schützen der Tag wird durch freudige Ereignisse in der beruflichen Sphäre markiert werden. Vielleicht werden Sie sogar eine vakante Position zunehmen, wenn im letzten Moment wird keine Angst vor der Last der Verantwortung sein. Frauen können an diesem Tag mit ihrer Schönheit und ihrem Charme jedes unnahbare Herz erobern. Geschäftsverhandlungen werden gut verlaufen. Horoskop für Schützemänner. Die Pläne von Schützemännern sind heute dazu bestimmt, wahr zu werden, aber sie sollten sich nicht auf das Versprechen von jemandem verlassen, der ihnen Hilfe verspricht, damit sie dadurch nicht enttäuscht werden. Sie werden in der Lage sein, die Dinge selbst zu regeln. Auf Hilfe zu warten, wird sie nur ausbremsen. Probleme und Schwierigkeiten können sie leicht lösen, indem sie sie philosophisch oder mit einer Prise Humor angehen. Die Hauptsache ist, dass sie Panik und übereilte Entscheidungen vermeiden. Horoskop für die Schützefrau. Heute müssen sich Schützefrauen mit der Tatsache abfinden, dass der Erfolg ihres Unternehmens vollständig von Geschäftspartnern und den Folgen ihres früheren Fehlers abhängt. Verzweifeln Sie nicht, Sie werden beweisen können, dass Sie zu vielem fähig sind. Sie werden durch Ihre Zerstreutheit sehr behindert. Sie müssen Ihre Angelegenheiten planen und alles unter Kontrolle halten. Schütze Liebeshoroskop. Heute ist eine gute Zeit für Schütze, um Träume und Ideen zu verwirklichen. Sie werden Gleichgesinnte finden und Ihre Hilfe wird von unschätzbarem Wert sein. Seien Sie offen für Kommunikation, so können Sie eine Menge nützlicher Bekanntschaften machen. Außerdem werden Sie heute vom anderen Geschlecht nicht vernachlässigt werden. Gegenseitige Sympathie kann zu einer romantischen Beziehung führen. Steinbock-Horoskop für heute. Für Männer gibt es eine ausgezeichnete Zeit, wenn alles, was mit Erfolg konzipiert wird, zum Leben kommen. Die Hauptsache für Steinböcke ist, gut über weitere Aktionen zu denken und das Ziel richtig zu definieren. Frauen könnten einen Kultururlaub gebrauchen.
Verbringen Sie Zeit im Kreis enger Freunde, besuchen Sie das Kino, das Theater, Ausstellungen. Sie werden eine tolle Zeit haben. Steinbock-Horoskop für Männer. Steinböcke sollten heute nicht kategorisch sein. Kritisieren Sie nicht die Menschen um Sie herum. Ein erhöhter Gerechtigkeitssinn könnte Sie heute in Gefahr bringen. Sie sollten nicht gegen die ganze Welt kämpfen. Heute sind Sie kategorisch kontraindiziert. Aktive Arbeit, weigern Sie sich, wichtige Entscheidungen zu treffen, gibt es ein großes Risiko von Fehlern. Steinbock-Horoskop für die Frau. Es ist gut möglich, dass Sie heute mit großen Problemen konfrontiert werden, also versuchen Sie, Streitereien und Konfliktsituationen zu vermeiden. Steinböcke, verschieben Sie die Arbeit für eine Weile, Sie werden sich heute nicht darauf konzentrieren können, Sie sollten es nicht versuchen. Verbringen Sie Zeit mit Ihrer Familie und Ihren Freunden. Sie werden Ihnen die Unterstützung geben, die Sie jetzt brauchen, und Sie werden eine tolle Zeit haben. Steinbock-Liebeshoroskop. Intime Beziehungen könnten zum Stillstand kommen. Probleme bei der Arbeit werden Steinböcke mit solcher Wucht bedrängen, dass sie einfach nicht in der Lage sind, sich zu entspannen und die Privatsphäre zu genießen. Das gegenseitige Verständnis des Partners wird nicht warten. Es wird zu gegenseitigen Schuldzuweisungen kommen und es kann sogar zu einer Trennung kommen. Wenn Ihnen diese Beziehung wichtig ist, versuchen Sie, sie rechtzeitig zu beenden. Horoskop für heute für Wassermann. Frauen werden jeden mit ihrer Schönheit blenden, Komplimente erhalten, Aufmerksamkeit genießen. Das wird das Selbstwertgefühl von Wassermännern stark erhöhen und ihnen Vertrauen in sich selbst geben. Männer treffen sich mit alten Freunden, so dass sie eine gute Zeit haben werden. Ihre Erfolge bei der Arbeit werden von ihren Vorgesetzten nicht unbemerkt bleiben, erwarten Sie bald einen Bonus oder eine Gehaltserhöhung. Wassermann-Horoskop für Männer. Heute werden Sie in der Lage sein, alle Probleme und Missverständnisse im Arbeitsteam zu lösen. Unternehmerischer Geist und Verhandlungstalent werden Ihre Glaubwürdigkeit bei anderen erhöhen. Alles, was Sie heute in Angriff nehmen, wird eine erfolgreiche Wendung nehmen. Wassermänner werden keine Probleme haben. Das Glück ist auf Ihrer Seite. Versuchen Sie, sich öfter in der Natur aufzuhalten, gehen Sie an der frischen Luft spazieren. Wassermann-Horoskop für die Frau. Wenn Sie ein kreativer Mensch sind, wird Ihnen das heute helfen, alle Probleme zu lösen, auch die, die Sie aufgeschoben haben. Die zweite Hälfte des Tages wird für Wassermänner sehr viel schwieriger sein, vor allem was das gegenseitige Verständnis angeht. Weigern Sie sich, mit engen Freunden oder der Familie zu streiten. Das kann Ihre Beziehungen verschlechtern und Sie werden von Schuldgefühlen geplagt. Wassermann-Liebeshoroskop. Wassermann-Frauen könnten in dieser Zeit ein verstärktes Gefühl der Eifersucht haben. Sie werden sich überall bedroht fühlen. Verspätungen bei der Arbeit, Treffen mit Freunden, alle unvorhergesehenen Umstände oder unerwartete Fälle werden das Gefühl des Misstrauens in den Partner zunehmend verschärfen. Versuchen Sie, sich zusammenzureißen und sich zu beruhigen. Horoskop für heute für Fische. Ihre übermäßige Impulsivität kann nur eine Person auslöschen, deren Meinung Sie vertrauen und auf Sie hören. Ändern Sie nicht Ihre Prinzipien, sonst werden Sie in eine Sackgasse kommen. Diese Zeit in den Fischen ist nicht die beste für Teamarbeit. Du wirst heute keine Kritik vertragen können. Versuchen Sie, sich selbst unter Kontrolle zu halten. Horoskop Fische männlich. Fischemänner werden siegessicher sein. Ihre kämpferische Haltung wird von außen auf viele sogar feindselig wirken. Versuchen Sie, nicht zu viel von anderen zu verlangen, verzichten Sie auf bissige Kommentare und Schuldzuweisungen, sonst kann es zu Konflikten kommen, die der Sache nicht zuträglich sind. Vergessen Sie die Ruhe nicht, sie ist notwendig, um Kraft zu schöpfen. Fische-Horoskop für die Frau. Das Glück liebt die Stille, und diese Aussage gilt nicht nur für das Privatleben, sondern auch für den Beruf. Fische, teilen Sie die Erfolge Ihrer beruflichen Aktivitäten nur selektiv. Sie sollten anderen nicht von Ihren Plänen erzählen. Damit können Sie das Glück verschrecken, und jemand kann Ihnen einen falschen Rat geben und Sie vom richtigen Weg abbringen. Fische-Liebeshoroskop. Fische werden einen sehr schwierigen Tag haben. Ihr unvorsichtiges Verhalten, Flirten und Flirten bei der Arbeit kann Ihnen Probleme in Ihrem Privat- und Berufsleben bringen. Die Missbilligung Ihrer Kollegen und die Eifersucht Ihres Partners können Ihnen eine Menge Probleme bereiten, die Sie plagen werden. Versuchen Sie, in Ihrer Kommunikation mit dem anderen Geschlecht keine Grenze zu überschreiten.